herzlich willkommen. Ganz recht, mit der 1293 geht es heute über die Westbahn. Und zwar im Abschnitt von Steindorfstraß-Walchen nach Salzburg. Wir haben die 1293 am Zug Start vorne dranhängen. Und direkt hinter der ersten Vectron hängt eine zweite Vectron. Und zwar die Reihe 1093. Wir fahren heute also in Doppeltraktion, die Vectron-Lokomotiven. Und hinten dran haben wir einen, man muss es schon sagen, ziemlich schweren Güterzug. Bestehend aus Schwerlastwagen, beladen mit Traktoren. Der Güterzug hat heute eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km pro Stunde. Wir haben durch die beiden Vectron-Lokomotiven aber wirklich die ultimative Leistung zur Verfügung und können relativ schnell mit dem Zug beschleunigen. Aber davon überzeugen wir uns, wenn es soweit ist. So, hier im Führerstand haben wir den Fahrtrichtungswender nach vorne anzuklicken. Wir schalten uns die Beleuchtung hier im Führerstand ein, damit wir auch was sehen. Des Weiteren lösen wir die Zugbremse. Lokbremse ziehen wir an, damit uns der Zug hier trotzdem nicht wegrollert. Und im letzten Schritt noch die AFB auf VMAX 40 einstellen. Mit Shift A können wir diese auch aktivieren. So. Wir schalten uns außerdem noch hinzu die PZB mit Steuerung Numpad Enter und mit Shift und 7 können wir in die mittlere Zugart wechseln. So, dann nochmal ganz kurz schauen, dass wir hier auch wirklich die Bremsen gelöst haben. Und dort vorne sehen wir auch schon, da kommt uns etwas entgegen. Und zwar ist es ebenfalls eine Vectron-Lokomotive, genau. In dem Fall die Reihe 1093 auch, genau. 1093 mit einem Eurocity hinten dran. Schöne Eurofima-Wagen. Und dann wird uns auch die Ausfahrt gestellt. Alles klar. So, Bremsen sind alle gelöst. Dann kann's losgehen. So, langsam Leistung aufschalten. Den Zug allmählich strecken. Und wenn sich auch der letzte Wagen hinten bewegt, genau, können wir die Zugkraft drastisch erhöhen. Schalten wir mal das Licht noch draußen eine Stufe höher. Aber ich glaube, dann haben wir schon das Fernlicht mit aktiviert. Genau, das wollten wir dann doch nicht. Die normale höchste Lichtkonfiguration, die reicht uns aus. Ja, die heutige Fahrt führt uns von Steindorfstraße-Walchen Richtung Salzburg. Des Weiteren fahren wir durch Hallwang, besser gesagt Hallwang-Elixhausen, durch den Knoten von Kasern. Und dann müssten wir, glaube ich, auch in Salzburg nicht in den Personenbahnhof reingeleitet werden, weil wir natürlich als Güterzug im entsprechenden Güter- und Verladebahnhof anhalten. So, wir sehen auch direkt schon bei den Signalen, dass wir nicht nur die PZB heute zur Verfügung haben, nein, wir haben auch das EDCS-System auf dieser Strecke installiert. Ist aber für uns heute nicht aktiv, wir haben hier lediglich die PZB. Und auf der Strecke existiert außerdem noch, oder existieren, muss man sagen, plural, einige LZB-Abschnitte, die über die ganze Westbahn hin verteilt sind. So, wir haben gerade eben schon gesehen, wir dürfen 100 km pro Stunde fahren auf diesem Streckenabschnitt. Und das werden wir auch gleich ausnutzen. Die Leistung geht nochmal runter auf 0. Die AFB wird auf 100 verlegt. Und dann können wir hier Leistungen langsam nochmal aufschalten und uns auch an der Stelle mal befreien. Weil von selbst hört es hier im Simulator gar nicht auf zu blinken. So. Hinten dran hängen auch die Zugschlusstafeln. Und dann geben wir mal richtig viel Leistung rein. Ich sehe gerade, jetzt gibt es hier einen kleinen Anzeigefehler im Display. Na gut. Normalerweise wäre dann eigentlich hier nochmal so ein blauer Balken. Der war bisher eigentlich auch immer da. Ich weiß gar nicht, wieso der jetzt entfallen ist. Wird ein kleiner Bug sein. So, 110 km pro Stunde sind hier theoretisch zugelassen. Für uns als Zug allerdings nur 100. Schneller geht's nicht. Mehr lassen die Wagen im beladenen Zustand leider nicht zu. So, volle Leistung aufgeschalten.
und die AFB hält den Zug dann bei Höchstgeschwindigkeit 100. Das Interessante an der Westbahn ist auch, dass wir, ich sag mal, mehrere Strecken haben, die quasi ja, zur eigentlichen Westbahn vereint werden. Wir haben nämlich theoretisch, ich würde mal sagen, zwei Strecken, um das jetzt mal so grob zusammenzufassen, und zwar die neue Westbahn und die alte Westbahn. Die alte Westbahn führt von Wien in Richtung Salzburg, also die geht wirklich auch direkt durch. Und die neue Westbahn müsste von Wien-Meidling über das Tullner Feld, über Wagram nach Wels, nach Linz, genau, nach Linz führen. Und die unterschiedlichen Strecken sind auch, ja, ich sag mal, mit unterschiedlichen Zugsicherungssystemen ausgestattet. Wir finden auf der Westbahn insgesamt drei Zugsicherungssysteme. ETCS Level 2, wo wir auch die Europalisen hier schon im Gleis gesehen haben. Des Weiteren die LZB und natürlich als Standardzugsicherungssystem die punktförmige Zugbeeinflussung, kurz PZB. Weitere historische Daten zur Westbahn gibt es auf jeden Fall auch nochmal auf entsprechenden Webseiten. Da würde ich vor allen Dingen die Webseite vom Orient Express anführen, denn diese ist unterwegs, oder diese ist übrigens auch lange Zeit auf dieser Strecke unterwegs gewesen. Es gibt vom Orient Express mehrere Varianten, beziehungsweise verschiedene Zugläufe, und eine ist auch von Wien aus, oder als Zwischenstation war Wien angegeben, Richtung Salzburg gefahren und hat damit wirklich auch diesen Streckenkorridor, den wir hier gerade befahren, voll und ganz ausgeschöpft. Das Interessante ist ja auch beim Orient Express, der ja, legte wirklich extrem lange Strecken zurück. Da ging es wirklich von London nach Konstantinopel, also sprich bis in die Türkei, das ist unglaublich. Wirklich, das sind Strecken, die für die damalige Zeit, wo der Orient Express fuhr, extrem, aber wirklich extrem lang waren. So, um jetzt hier aber mal den historischen Hintergrund so ein ganz kleines bisschen auch an die Seite zu schieben, widmen wir uns mal wieder dem Zug, den wir heute fahren. Denn wir haben wirklich schwere Fracht hinten dran. Wir befinden uns offensichtlich hier im Winter. Es liegt ein bisschen Schnee. Die Schiene ist, naja, leicht glatt, würde ich behaupten. Und wir haben trotzdem relativ gute Bedingungen, was das Wetter und was die Sicht angeht. So, wir werden uns auch unterwegs mal ein bisschen in der Lokomotive umschauen, denn diese Variante der Vectron-Serie ist für einige Länder zugelassen. So, nochmal ganz kurz nach vorne schauen. Wir finden hier an der Seite eine wunderschöne Anschrift, wo diese Lokomotive alles fahren darf. Das A in dem Fall für Austria, also ganz klar Österreich. D für Deutschland, I für Italien, H für, ich würde meinen, Ungarn. CZ für Tschechien, PL für Polen. SK müsste dann die Slowakei sein. HR Ungarn und SLO, ja, Slowenien. Dann wären wir auch direkt schon beim Namen des Herstellers, nämlich RSSLO hat diese wunderschöne neue Strecke auf den Markt gebracht. Gemeinsam ja, mit der Lokomotive, die 1293. Sie ist ebenfalls unter www.rsslo.com ja, kostenpflichtig erhältlich. So, im Führerschein möchte ich mir ganz kurz mal noch die Lichtkonfiguration umschalten. Denn ich habe schon gemerkt, die Sonne hat sich so ein bisschen gedreht. Die scheint uns jetzt, ich dachte, während der gesamten Fahrt eigentlich in den Rücken und damit nicht direkt in den Führerstand hinein. Deswegen haben wir hier auch die Möglichkeit, einmal dieses, ne, genau, einmal dieses komplette Licht einzuschalten, das wirklich den kompletten Führerstand ausleuchtet. Da sind dann in der Regel hier oben diese ja, Neonröhren drin, die dann quasi auf beiden Seiten leuchten. Und dann hätten wir noch als andere Option dieses wirkliche Pultlicht, was eben nur den Bereich ausleuchtet, wo wir ja, mit den Fingern, mit den Händen zugegen sind. Hier befinden sich dann auch nochmal solche Clipser, wo man quasi den Buchfahrplan einspannen hätte können, insofern man einen hier mitführen würde. Die Vectron-Variante gibt es auch bei RSSLO nochmal als Advanced-Version. Mit anderen Worten, eine Lokomotive, wo wirklich
der Funktionsumfang riesig ist. Da kannst du beide Displays bedienen, genau, beide MFDs. Es befindet sich bei der Vectron Advanced Version auch nochmal hier auf der linken Seite ein Display. Da müsste dann der Ebola-Fahrplan drin sein. Wir haben natürlich den Zugfunk, der ist auch in der Advanced Version bedienbar. Und was auf jeden Fall wegfällt, ist hier oben nochmal diese, ja, ich sag mal, Zusatzkonsole. Die gibt es bei der Advanced Version leider nicht. Ja, ansonsten sind eigentlich alle Bedienelemente im Führerstand bedienbar bei der Advanced Version. Hier in der einfachen Version haben wir einen, ja, einfachen Funktionsumfang. Signalhorn, ganz klar, hoch und tief, Lokbremse, Führerbremsventil, Fahrtrichtungswende mit Neutralstellung, dann die Abregelungsfunktion, die geht eben hier auch nicht einzustellen. Das ist dann wieder ein Feature, was wirklich nur in der Advanced-Version verfügbar ist. Wir haben die Bedienung für das Pultlicht und Kabinenlicht. Weiter geht es mit den Lichtern draußen. Bremse lösen ist hier auch nicht bedienbar, aber der Sander, der ist auf jeden Fall auch bedienbar. Ja, Traktionshebel, AFB, dann hier drüben Hauptschalter und Stromabnehmer. Weiter geht's mit den Bedienelementen für die PCB. Notausknopf weiß ich jetzt gar nicht, ob der bedienbar ist. Möchte ich jetzt auch nicht so wirklich ausprobieren, weil sonst stehen wir halt, wenn er funktioniert. Aber ich denke, auch der wird auf jeden Fall in der Advanced-Version bedienbar sein. So, wir werfen nochmal einen Blick nach vorne. Auch da ist erstmal alles klar. Dann können wir auch mal kurz den Moment nutzen und uns umdrehen. Meine Güte, was ist denn heute los? Wir haben hier hinten die Federspeicherbremse. Grün zum Lösen, Rot zum Anziehen. Batterietaste und Beleuchtung für den Maschinenraum. So, hier kann man nochmal ganz kurz den kompletten Führerstand als Übersicht sehen. Ich finde, der ist wirklich sehr schön ausgestaltet. Gerade hier bei der Vectron. Ja, dass hier drin nicht geraucht wird, ist klar. Und dann nochmal die Anschrift, ja, wahrscheinlich wo der Ausgang ist. Oder Notausgang. Das müsste dann in Italienisch sein, ne? So, ich glaube, wir dürfen nur noch 90 fahren gleich. Genau. Richtig gesehen. Einmal runterbremsen. Na, da braucht es noch ein bisschen was. So, jetzt sind wir, wenn ich es richtig gelesen habe, in Eugendorf. Genau, AFB auf 90 eingestellt. Leistung wieder vorwählen. Und dann kann es weitergehen. Ui, nein, es kann doch nicht so einfach weitergehen. Wir haben Langsamfahrt zu erwarten mit Vmax 60. So, an der Stelle nutzen wir die elektrische Bremskraft der Lokomotive. Denn mit der können wir relativ verschleißfrei bremsen. Auch Rekuperationsbremse genannt. Und die 60 hätten wir schon gleich auf dem Tacho. Na komm, liebe Vectron. In Doppeltraktion haben wir dann sogar die doppelte Bremskraft auch zur Verfügung. So, und langsam wieder Leistung aufschalten. Als nächstes haben wir dann Halt zu erwarten. Erkennbar an den zwei gelben Lämpchen am Vorsignal. Ja, die Anweisung hatten wir schon am Anfang. So, jetzt hier auf jeden Fall noch ein bisschen konzentrieren, dass wir da auf den letzten Metern vor dem Signal nichts verpatzen. 90 darf dann hier auch weiter gefahren werden, ne? Auf dem Hauptgleis wohlgemerkt.
Und da drüben haben wir noch einen Vectron. Allerdings von der SBB Cargo International. Okay. 193er dann. Da drüben ist schon grün. Okay. Da steht ein anderer Güterzug. Das ist jetzt ein bisschen sehr ungewöhnlich. Ach, ich glaube, der bewegt sich gerade. Die haben doch jetzt nicht... Doch, haben sie. Die haben uns ein haltzeigendes Signal reingedrückt und der Güterzug hier nebenan, der darf weiterfahren. Naja, das nenne ich mal Fahrtmanagement. Aber na gut. Wenn der hier schon länger steht, dann hat er natürlich Vorfahrt. Weil das wissen wir ja nicht. Der kann ja wirklich direkt vor uns gefahren sein. Ist dann durch einen Personenzug, der halt, ja, hier auf der Strecke steht, irgendwo zum Stehen gekommen. Und da wir natürlich als nachfolgender Zug hinterher eiern, werden wir dann hier aufs Abstellgleis geschoben. Das ist zum Glück ein Leerzug. Der sollte auch relativ schnell aus dem Bahnhof ausfahren und uns dann die Strecke freimachen. Das möchten wir uns jetzt aber auch nochmal ganz, ganz genau anschauen. Weil das erlebt man natürlich auch nicht alle Tage, dass hier die Vectron anfährt und wir nebendran stehen bleiben dürfen. Man sollte vielleicht auch noch erwähnen, dass die Westbahn wirklich an einigen Stellen mehrgleisig ist. Also nicht nur beschränkt auf zwei Gleise, wobei das natürlich auch schon mehrgleise sind, aber wir haben wirklich auch 3-, 4- und 5-gleisige Abschnitte. Das ist einer der mit am stärksten befahrenen Strecken in ganz Österreich. So, der nächste Vectron-Lokomotive, also hier wimmelt es gerade nur so von den Mehrsystem-Lokomotiven. Das ist dann ELL Vectron, Lokomotive 208. Heute ganz ohne Sound, okay. So, im Führerstand wieder angekommen, bereiten wir den Zug schon aufs Abfahren vor. Wir lösen die Zugbremse, Lokbremse wird angezogen. Und sobald die Strecke dann vor uns frei ist, geht es weiter. Um das Ganze vielleicht auch mal kurz ein bisschen aufzuschlüsseln. Die Westbahn unterteilt sich in die sogenannte Strecke 1. Das ist die alte Westbahn. In die Strecke 30. Das ist die neue Westbahn. Es gibt ein sogenanntes Staugleis, welches als Strecke 3 gekennzeichnet ist. Und die, ich glaube, Strecke 23, die hat nochmal irgendeinen anderen Namen. Der fällt mir jetzt aber leider nicht ein. So, Lokbremse können wir lösen. Signal ist auf freie Fahrt mit 60 umgesprungen. Oder Ausfahrt mit 60. Ganz freie Fahrt ist es natürlich nicht. Huch. So, langsam anfahren. Geht doch. So, schön die Traktion hochschalten. Ich weiß gar nicht, haben wir hier eigentlich eine Oberstrombegrenzung? Und wenn ja, wie hoch ist die auf der Strecke? Ich meine, wir sind jetzt bei einem Gesamtstrom von 600 Ampere. Da das aber sicherlich die Anzeige ist für beide Lokomotiven und die Westbahn sowieso eine sehr hohe Auslastung hat, gehe ich mal davon aus, dass wir hier die Leistung um Weiten höher schrauben können und halt erwarten. So, beide gefahren werden darf theoretisch
mit 95 Kilometern pro Stunde, wenn da nicht das haltzeigende Signal wäre. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ich glaube vor Salzburg haben wir nicht nochmal irgendwie einen mehrgleisigen Abschnitt. Also zweigleisig bleibt es auf jeden Fall. Denn zweigleisig ist die gesamte Strecke eigentlich. Wir sind ja auch bei der Westbahn, glaube ich, in der Streckenkategorie A. Das müsste mit das höchste sein, was zur Verfügung steht. Und da vorne ist das Signal schon wieder auf grün. Okay. Dann können wir auch den 70 schon ausfahren. Und wir dürfen uns auch schon befreien. Genau, volle Pulle. Ja, klar. Und täglich grüßt das Murmeltier. Halt erwarten. Wachsam, wachsam, wachsam. Schön die Bremskurve einhalten. Wir müssen relativ zügig unter die 70 kommen. Ansonsten erfolgt auch hier eine Zwangsbremsung. Aber wie gesagt, da reicht auch die E-Bremskraft voll und ganz aus. Bei zwei Vectron-Lokomotiven ist das wirklich nicht das Problem. Und der Zug bremst auch wirklich gut, sollte man vielleicht auch noch erwähnen, trotz der nicht ganz so optimalen Witterungsbedingungen. Also klar, es sind keine schlechten Witterungsbedingungen, so dass man sagen könnte, es liegt ein Meter hoher Schnee auf dem Gleis, die Schienen sind extrem rutschig, so ist es nicht. Wir haben doch einen relativ guten Grip dafür, dass wir hier auch Winter haben. Bisher jetzt auch noch keinen Radstoff oder ähnliches wahrgenommen, also auch das Anfahren klappt einwandfrei. So schlimm kann es ja gar nicht werden. So, der Signalnachahmer sagt schon an, dass freie Fahrt erwartet werden kann. Immer wenn der dann quasi so ja, nach oben abzweigt, dann heißt es für uns freie Fahrt erwarten. Wenn er waagerecht leuchtet, heißt es Halt erwarten. Und wenn er schräg von links oben nach rechts unten geht oder von rechts unten nach links oben, dann heißt es für uns Langsamfahrt erwarten. Und ganz wichtig noch, springen wir mal ganz kurz zurück. Ah, da vorne. Ja, da vorne wird gleich nochmal was kommen. Zeige es entsprechend an der Stelle dann. Die Vorsignalwiederholer sind nämlich auch in unterschiedlichen Varianten ausgeführt. Es gibt einfache Signalwiederholer, die quasi einen weißen Rahmen drumherum haben. Diese sind ja wirklich normale Signalwiederholer. Und es gibt dann nochmal die mit einem gelben Rand drumherum. Die müssen nämlich zum Beispiel bei sämtlichen Langsamfahrstellungen oder halt erwarten, quittiert werden. Langsamfahrt mit 60 erwarten. Genau, die sehen so aus und da drückt man wachsam. Genau, wenn dieser gelbe Rahmen drumherum ist, immer sehr wachsam sein. Also ja, im wahrsten Sinne des Wortes, immer sehr wachsam sein. War jetzt gar nicht mal als Pointe gemeint, aber hat sich halt schon von selbst erübrigt. Grandios. So, das dürfte dann der Abzweig sein, wo wir in den Güterbahnhof geleitet werden. Ja genau, und da sind die Weichen entsprechend nur mit 60 zu befahren. Die 311 als Streckenkilometer und auch hier wieder Langsamfahrt. Allerdings mit 40 zu erwarten. Wir hatten jetzt zwei gelbe Lichter, das heißt 40 und ein gelbes Licht. In der Regel, ja, entweder halt erwarten, klar, oder halt
60. Jeweils dann in Kombination mit zwei grünen Lichtern oder einem grünen Licht. So, hier vorne 40, ne? Schön dran denken. ZS und dann wieder wachsam. So, und weil es hier ein bisschen kritisch ist, was die Auslastung angeht, auch nochmal zwischenspeichern. Wir sind damit jetzt eigentlich in Salzburg angekommen. Besser gesagt im Güterbahnhof. Und wenn dir das Video soweit gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video ein Däumchen nach oben verpasst. Gerne auch den Kanal abonnierst. An der Stelle auf jeden Fall nicht vergessen, das Glöckchen daneben anzuklicken. Dann bekommst du nämlich eine kleine Benachrichtigung darüber, wenn es ein neues Video gibt. Und im Idealfall, wenn du das Video am Upload-Tag schaust, wird es das nächste Video in 3 Tagen um 14 Uhr geben. So, wir suchen uns jetzt hier noch das entsprechende Abstellgleis raus. Fahrweg sollte schon gestellt sein. Und ja, hinterlass mir auch gerne einen kleinen Kommentar unten unter dem Video, was du von der neuen Westbahn bisher so hältst und ja, wie sie dir bisher gefällt. Ich bin schon gespannt, ob das Signal jetzt hier so weit entfernt steht, dass wir mit dem kompletten Zug reinpassen ins Gleis. Oder ob wir dann nochmal bei der Fahrdienstleitung anrufen müssen, weil was nicht stimmt. Aber ich bin da guter Dinge, das scheint lang genug zu sein. Bringen dann hier vorne noch den Zug ohne Probleme zum Stehen, hoffentlich. Ja, also man braucht wirklich ziemlich viel Rechenleistung, was die größeren Bahnhöfe angeht. Das sollte man vielleicht an der Stelle nicht unbedingt unterschlagen. Aber ansonsten, der, ich sag mal, Streckenbereich, der außerhalb dieser großen Rangier- und Verladebahnhöfe ist, respektive Verschubbahnhöfe, dort ist eigentlich auch mit, ich sag mal, relativ niedriger Rechenpower und auch ohne einen High-End-PC eine relativ schöne Atmosphäre zu erwarten. So, hier stehen sie wieder. Die Taurus-Lokomotiven. Die Standard-Lokomotive in Österreich schlechthin. In dem Fall hier die Reihe 1016. So, und tatsächlich, dieses Gleis ist sogar sehr, sehr, sehr lang. Dann bleiben wir hier an der Stelle mal stehen und rüsten die Lokomotiven auch noch ein Stück weit ab. So, erste Bremsstellung. Wenn der Zug dann steht, Lokbremse noch anziehen. Genau. Neutralstellung rein. Hauptschalter aus. Und den Stromabnehmer runter. So, ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen. Würde mich sehr darüber freuen, wie gesagt, wenn du dem Video ein Däumchen nach oben verpasst. Und in dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Dein ThinkNewFlyNew.